Sprung. Zeig deine Lederhosen an. Zack deine Mäuler und kommst auf mich dabei. Festgäste, im Namen des Bredenfelser Landamtes heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich begrüße die Mitarbeiter der Bredenfelser Betriebe, ich begrüße die Jungbauernschaft Tirschenreuth, ich begrüße unsere Lieferanten und ganz besonders herzlich begrüße ich die wichtigsten heutigen Gäste, nämlich unsere Kunden, Sie, die Landwirte. Herzlich willkommen zu 25 Jahre Bredenfelser Landhandel. Wir haben Ende der 1980er Jahre in Bredenfels einen eher kleineren Landhandel aufgebaut. Unser damaliger Landwirtschaftsverwalter Herr Oskar Wittmann hat sein Talent zum Handeln entdeckt und das haben wir ausgenutzt. Nach dem Erfolg in Bredenfels haben wir beschlossen, wir müssen größer werden und haben 1991 hier in Mitterteich den Landhandel gebaut. Im Jahr 2009 hat Herr Christoph Angetter die Betriebsleitung vom Landhandel
übernommen, Friedenfels und Mitterteich. Und ich kann Ihnen sagen, seitdem ist es nochmal rasant bergauf gegangen. Herr Angetter, herzlichen Dank für Ihre hervorragende Mitarbeit. Unser Vorteil, einen Landhandel zu betreiben, ist natürlich die Tatsache, dass wir eine eigene Landwirtschaft haben. Wir können Dinge, mit denen wir handeln, die wir verkaufen, auch bei uns selbst ausprobieren. Im Moment sind wir dabei, das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wir versuchen den Spagat zwischen einem Landhandel für die konventionelle Landwirtschaft, einem Landhandel für die biologische Landwirtschaft und selbst unsere eigene Landwirtschaft ist ja auf biologisch umgestellt. Das ist eine Herausforderung. Der Spagat ist schwierig, aber wir sind dabei und bis jetzt sieht es gut aus. Ich freue mich, dass Sie da sind. Feiern Sie mit uns 25 Jahre Friedenfelser Landhandel. Genießen Sie die Atmosphäre, die Musik und freuen Sie sich darüber, dass Essen und Trinken heute ja relativ preisgünstig ist. Danke und schönen Abend. Liebe Geschäftspartner und Kunden, sehr geehrte Jubiläumsgäste, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in Mitterteich beim Jubiläumsfest des Friedenfelser Landhandels zu begrüßen. Vielen Dank, Herr Baron von Gemmingen-Hornberg, für die einleitenden Worte. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Anlass genug für uns, heute mit Ihnen zu feiern. 1991 wurde hier am Standort Mitterteich der Grundstein für den privaten Landhandel gelegt. Seitdem sind wir ein zuverlässiger und kompetenter Partner der Landwirtschaft in der Region. Die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit den Landwirten und Geschäftspartnern war und ist unser oberstes Ziel. Seit 2009 bin ich als Betriebsleiter und Gutsverwalter tätig. In dieser Zeit haben wir einige wichtige Investitionen in die Zukunft getätigt. Im Gegensatz zu anderen Lagerhäusern haben wir den Außendienst verstärkt und nicht abgebaut, den Fuhrpark erweitert und modernisiert. Nicht ausgelagert, unsere Lagerkapazitäten ausgebaut und stetig in moderne Technik, wie zum Beispiel die erste Düngertankstelle Nordbayerns, investiert. Seit 2015 haben wir den Vertrieb von Josera in unser Programm aufgenommen und unsere Angebotspalette erweitert. Wie Sie heute und in den letzten Wochen bereits gemerkt haben, haben wir die Außensanierung der Gebäude und Außenanlagen vorgenommen. All dies wäre ohne die Unterstützung der Familie von Gemmingen-Hornberg nicht in dieser Form möglich gewesen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir sind auch zukünftig der Geschäftspartner für die Landwirte der Region. Mein weiterer großer Dank gilt meinem Team, ohne dass diese Entwicklung und dieses Pensum an Arbeit in den letzten Jahren nicht möglich gewesen wäre. Daher vielen Dank an meine Kollegen Thomas Höcht, Martin Worf, Martin Kastner, Andreas Helm, Christian Scharf, Josef Schultes, Klaus Ernstberger, Baron Albrecht von Gemmingen-Hornberg, Reinhard Etterer, Reinhard Zimmermann, Klaus Thoma, Peter Stanek und unseren Auszubildenden Christoph Erdl. Auch an Thomas Schultes, unseren Geschäftsführer, gilt hier mein Dank für seine Unterstützung. Um dieses Fest, das sich ja über das ganze Wochenende erstreckt, auf die Beine zu stellen, möchte ich mich bei der Jungbauernschaft und den Ring junger Landfrauen herzlich bedanken. Sie sorgen auch heute für ihr leibliches Wohl bei leckerem Essen und unserem guten Friedenfelser Zeugel. Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern. Musikalisch umrahmt wird der Abend von dem Musikverein Pressach. Ich freue mich jetzt weiterhin auf einen schönen Abend mit Ihnen. Und als nächstes spricht dann noch kurz der Herr Bürgermeister Grillmeier. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Baron, Herr Angetter, Herr Schulters, liebe Kunden, Mitarbeiter und Gäste des Friedenfelser Landhandels. Ja, ich darf die Grüße der Stadt überbringen zum 25-jährigen Jubiläum hier an unserem Standort in Mitterteich. Man könnte sagen, Friedenfelser oder Landhandel
hat die Entwicklung dieses Industriegebiets an der Autobahn maßgeblich mitentwickelt. Vor 95 Jahren war es einer der ersten Betriebe, der hier draußen angesiedelt hat. In der Zwischenzeit haben wir rund 25 Betriebe heraus mit knapp 400 Arbeitsplätzen. Also auch eine tolle Entwicklung, die dem Landwandel da in nichts praktisch gegenübersteht. Ja, ich darf gratulieren. Herr Baron, Sie haben ja einige Punkte angesprochen. Ihre Erfolge in Ihren Betrieben, ob das Friedenfelser ist, ob das Landhandel ist oder alle Ihre anderen Betrieben, auch Ihre neuen Versuche, Ökomodellregion im Steinwald. Ich glaube, es sind alles Aushängeschilder für unseren Landkreis. Wir brauchen Unternehmer, die für unsere Region, für unseren Landkreis stehen. Sie machen das in einzigartiger Form und wir sind froh, dass der Mitterdecher Landhandel ein Teil Ihrer Betriebe ist und auch so erfolgreich ist. Dazu darf ich gratulieren. Machen Sie weiter so. Wir haben in einem Jahr, in diesem Jahr etwas gemeinsam. Wir haben vor kurzem auch 500 Jahre Braurecht, Brautradition gefeiert, so wie Sie das auch tun. Im Mitterdeich gibt es auch seit 500 Jahren Bier. Der Herr Schulters hat mich gerade gefragt, ob ich auch als Geschenk ein Mitterdeicher Zeugen mit habe. Ich gesagt, Bier habt ihr aber ich bringe euch einen Krug mit. Mitterdeicher Krug, 500 Jahre Braurecht, 500 Jahre Marktrecht. Da kann man auch auf Friedenfelser drin trinken. Daraus trinken. In diesem Sinne stoßen wir gemeinsam an. Ihnen danke für diese Beiträge. Ohne Sie wäre der Landhandel nicht 25 Jahre hier gewesen. Weiter so. Erfolg auch weiterhin unserer Landwirtschaft, auch wenn es zurzeit nicht einfach ist. Aber ich glaube, gemeinsam stehen wir das durch. In diesem Sinne alles Gute und uns allen ein schönes Fest heute Abend. Dankeschön.
Alle Schützen bereit? Ja. Doppelschlag. Gerd, du beginnst. Von mir. Alle Schützen, Zündhütchen setzen! Salut! Salut, Schützenwald! Alle Salut, 3-3! Alle Schützen bereit? Ja, ja, wenn ich hinter schaue, schon hier. Langsam. Jetzt, halt hin. Okay, zum Salut bei 3! 1, 2, 3! Wie sind die gebeizt? Das ist die wichtigste Frage. Wie die gebeizt sind? Ja. Was ist da dran? Ich hoffe, ich jetzt erzeugt, da müsste fast trocken. Das ist so Diram, also von Bezieht. Diram? Von Bezieht? Okay. Das ist nicht so. Du hast schon den Heck, kommt schon eher. Aber genau. Der Vorteil, weil es abgeschlossen ist. Das ist doch gut. Aber das ist praktisch besser. Ich glaube, ich weiß, war richtig, oder? Ja, das ist praktisch immer die Kopfte mal. Gut, Not, ja. Die Schodenplatzfestigkeit ist ja sowieso unter großes Plus. Nur ja. Raps. Ja. Okay, dann halt. Dann nehmen wir ein Produkt, das heißt Bälle. Da habt ihr einen Vertragsnaturschutz. Ja, ja, und machen wir aber so fürs Grünland. Habt ihr auch einen speziellen. Ja, ein bisschen was an Phosphor, Kali und so weiter. Ja, machen wir nicht, weil wir Bio sind. Ja. Wir müssen noch ja, nicht mal eine Warnung in den Reiz ja. Und dann ja. Halt wir jetzt hier das Kali. Das ist ja ein bisschen rot granuliert, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ein Kali, das ist ein Phosphat. Und das Phosphat ist wieder Klebstoff. Und hier dann kann ich Joystick. Was da auch so schalten.
Warte mal. Die Kugel vorbei wird angestupft, die Augen, dann läuft der und dann wird die Kugel massiert. Und das mag ich, deswegen macht man das quasi. Dann läuft der halt über den Rücken rauf oder runter, die man sprengt, die Kugel schon immer sprengt. Die werden aber nicht so schlecht. Normal. 60 Euro. Das ist etwas kleiner, die 12er, die könnte man auch schlafen. Wäre auch eine Option. Ja, da hilft es manchmal. Man sagt immer waschen und statt kratzen, aber manchmal braucht man auch was. Da gibt es keine Rekurse. Ja. Da ist also die Leistung, früher hat man mit ja.
Rad und Ölleiter. Und die sind NSA drin drin. Hat keinen so großen, weil ich weiß, die kann sich werden. Also, die ja, er macht das. Das ist die Freude, ich glaube, wieder geht nach der Heide. Der Beißer, ne?